Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der NASCAR Wheel & Euro Series auf dem Circuit Solda. Heute ist Donnerstag, es ist schon verdammt dunkel geworden. Wir waren gerade noch in der Innenstadt für die Parade. Da geht es ja immer mit den Euro NASCAR Autos über öffentliche Straßen hin zum City Center, wo dann die Fans ganz nah rankommen an die Fahrer und an die Teams. Ja, und wir sind jetzt eigentlich bereit für die 4 Finalrennen in dieser Saison. Wir haben eigentlich in beiden Meisterschaften noch einen Vierkampf. Fangen wir mal mit der Euro NASCAR Pro an. Ja, nach der Regular Season wurde ja das schlechteste Ergebnis eines jeden Fahrers gestrichen. Vittorio Gerelli ist absolut die dominierende Kraft, aber der Vorsprung auf Gianmarco Ercoli, der ist gar nicht so groß, denn Gianmarco Ercoli hat zuletzt ja beim Halbfinale in Deutschland in Oschersleben sein erstes Saisonrennen gewonnen. Und es gibt ja in den Playoffs, also in Oschersleben und in Belgien, doppelte Punkte. Und dementsprechend kann man dann auch wiederum so einen Rückstand, den man in der Regular Season hatte, wieder aufholen. Ja, und Gianmarco Ercoli hat genau das geschafft und ist jetzt neuer Zweiter. Dahinter dann noch zwei richtige Youngstars, nämlich der aktuelle Euro NASCAR 2 Champion Paul Giuffroux, der Franzose im RDV Competition Auto mit der Startnummer 3, und Liam Hesemanns. Auch der hat in seiner Karriere schon die Euro NASCAR 2 Meisterschaft gewonnen. Also die beiden könnten vielleicht nochmal drankommen an Gianmarco Ercoli in der 54 von Carl Racing, der 2023 hier ein sehr kontroverses und auch ein sehr spannendes Finale gegen Luca Lasser gewonnen hat. Ja, und vorne Vittorio Gerelli, den kennt man aus der GP2, da ist er schon gefahren, der ist auch AutoGP-Champion geworden und vergangenes Jahr war er hier in Zolder auch schon Titelkandidat, hatte dann aber technische Probleme auf der Aufwärmrunde. Da war ein Stein, der sich in den Pedalen irgendwie verheddert hatte und dementsprechend hat er sich dann auf der Aufwärmrunde gedreht und ja, das war damals sein Aus. Diese 4 halte ich persönlich realistisch noch für die großen Titelkandidaten in der Euro NASCAR Pro. Die Vorteile liegen definitiv bei Vittorio Gerelli im PKK Sport Auto mit der Startnummer 24. Also Gerelli, Ercoli, Hesemanns und Giuffroux, die werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Wenn nicht noch irgendetwas völlig Verrücktes passiert, dann könnte einer noch dazukommen, nämlich Luca Lasser. Der hat vergangenes Jahr hier in Solda nämlich die Meisterschaft auf den letzten Metern verloren gegen Gianmarco Ercoli. Das war damals noch die Situation, als der Halbbruder von Gianmarco Ercoli mit Luca Lasser zusammengestoßen ist. Mario Ercoli war das. Dazu gab es aber auch noch eine Strafe gegen Lasser, die es sowieso gegeben hätte und die wäre wohl auch ohne diesen Zwischenfall genug gewesen, um Gianmarco Ercoli den Titel zu geben. Nur um euch mal so eine kleine Idee zu geben, wohin hier die Reise gehen könnte, denn mit den doppelten Punkten ist hier wirklich alles noch möglich. Ja, und in der Euro NASCAR 2, da könnte es zum ersten Mal einen geben, der beide, beziehungsweise, Entschuldigung, da könnte es einen geben, der zum ersten Mal 2 Titel holt in der Euro NASCAR 2 Meisterschaft. Hat es bisher noch nicht gegeben, nämlich Martin Dubek. Der ist 2021 schon Champion geworden in der Euro NASCAR 2, fährt dieses Jahr für Hendrix Motorsport wieder in beiden Meisterschaften mit. Ja, und der war richtig stark unterwegs, hat viele Siege eingefahren in der Startnummer 7 und sich damit einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Einer kommt relativ gut nah ran und das ist Patrick Schober, der zuletzt in Most und auch in Oschersleben ordentlich aufgedreht hat und 2 Rennen gewonnen hat. Also der Österreicher im RDV Competition Auto mit der 3, das er sich mit Paul Giuffroux teilt, hat noch Chancen auf den Titel, den dann auch nach Österreich zu bringen. Und dann haben wir noch Jill Linster, der bereits Rennen gewonnen hat in dieser Saison, aber auch viel Pech hatte. Dementsprechend braucht er auch ein wenig Hilfe noch von außen, sage ich mal, um noch eine Chance zu haben. Martin Dubek ist, glaube ich, 51 Punkte weit weg. Also möglich ist es rechnerisch noch, aber ob das realistisch ist aus eigener Kraft, na, wird es natürlich sehr, sehr schwierig für Jill Linster. Und wenn 30 streiten, könnte sich der 4. freuen, nämlich Thomas Krassonis. Über den müssen wir unbedingt reden. Das ist der Grieche, der für Marco Stipp Motorsport ins Steuer greift, und zwar in die Startnummer 46. Und der hat im Brands Hatch sein erstes Podium geholt, stand dort auch zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Pole Position. Also auch Thomas Krassonis gehört zum erweiterten Kreis. Aber wenn wir uns das genau anschauen, würde ich sagen, sind es Martin Dubek, dann definitiv Patrick Schober mit noch guten Chancen, da vielleicht noch ranzukommen. Aber auch da müsste irgendwas bei Martin Dubek schiefgehen. Ja, und dann noch Jill Linster. Und ganz, ganz unwahrscheinlich. Aber man sollte niemanden abschreiben, Thomas Krassonis. Dafür müsste er aber in Zolder hier, glaube ich, auch zum ersten Mal in seiner Karriere ein Euro NASCAR-Rennen gewinnen. Ja, doppelte Punkte stehen auf dem Spiel. Ich habe es schon erklärt, wir haben in beiden Divisionen jeweils 2 Rennen. 1 am Samstag, 1 am Sonntag. Damit kommen wir, wenn wir beide Meisterschaften zusammenrechnen, auf insgesamt 4 Rennen an diesem Rennwochenende. Los
ging es heute schon mit der Club Challenge. Wir haben also die Gleichmäßigkeitsprüfung auf der Strecke gehabt und da haben wir einen Champion, nämlich den Co-Owner von Academy Alex Caffi Motorsport, Federico Monti. Der ist in den Sessions noch an Reza Sadea vorbeigekommen. Auf Platz 3 haben wir den Österreicher Andreas Kuchelbacher, der sich da ja ganz gut verkauft hat noch und viel Pech hatte, der aktuelle Champion, beziehungsweise jetzt nicht mehr natürlich, der Champion von 2023, Gordon Barnes, der für Marco Stipp Motorsport fährt. Der hatte in der zweiten Saisonhälfte einfach viel zu viele technische Probleme, ja, und ist dadurch dann wieder zurückgefallen und konnte seinen Titel leider nicht verteidigen. Dafür Federico Monti, ein echter Gentleman Driver, jetzt auf P1 in der Club Challenge. Morgen geht es weiter mit den freien Trainings. Da haben wir insgesamt 2 in jeder Division, jeweils 30 Minuten. Ja, und dann am Samstagmorgen Qualifying. Wir haben in der Euronesca Pro das Format, dass es erst ein Gruppenqualifying gibt, das Q1, und die Top 10 gehen dann in die Super Pole, wo jeder Fahrer in diesen Top 10 nochmal 2 Runden hat, um die Pole Position zu kämpfen. In der Euronesca 2 gibt es ein reines Gruppenqualifying, nur ein einziges, kein Shootout, kein gar nichts. Ja, und dann eben 2 Rennen am Samstag, 1 in jeder Meisterschaft und das gleiche nochmal am Sonntag. Und dann werden wir wissen, wer im Jahr 2024 europäischer NASCAR Champion wird. So ein bisschen auf Wiedergutmachen hofft wahrscheinlich Bremotion, das Team von Patrick Brenndörfer aus Frankfurt. Da haben wir Tobias Dauenhauer mit dabei, Dominik Schark, das ist sein Teamkollege, der in der Euronesca 2 startet, und Julien Rehberg, der dieses Wochenende in beiden Meisterschaften starten wird, in der Startnummer 77. Der kämpft noch um die Rookie-Trophy, genauso wie Dominik Schark. Bei Tobias Dauenhauer geht es ja eigentlich nicht mehr um so viel, aber er könnte noch in die Top 5 kommen, vielleicht mit etwas Glück in die Top 3. Und vergangenes Jahr hat er hier im Regen einen riesigen Rekord aufgestellt. Da war er knapp 50 Sekunden vor Platz 2. Regnen tut es jetzt gerade ein klitzekleines bisschen, aber am Samstag und am Sonntag ist gutes Wetter vorhergesagt. Also diese Regenschlacht wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das belgische Wetter kann natürlich nochmal umschwingen. Wäre nichts Besonderes, wenn es hier auf einmal plötzlich ganz anders aussieht als vorhergesagt. Aber ich gehe davon aus, nach den Wettervorhersagen, dass es hier gutes Wetter geben wird. Ja, und natürlich wird auch wieder eine Menge für die Zuschauer geboten werden. Die Belka ist mit dabei, der Porsche Carrera Cup Benelux ist mit von der Partie auf der Strecke. Es gibt die Gridwalks, es gibt die Garage Walks, also man kommt wieder ganz nah dran. Das Fahrerlager ist komplett offen. Ich stehe jetzt oben zwar auf der Treppe des Media Centers, aber ich müsste jetzt hier nur runtergehen und kann quasi in jede Box reinschauen und bei jedem Team reinschauen. Also Offenheit wird hier ganz groß geschrieben. Das ist uns bei der Euronesca sehr wichtig, nur aus Transparenzgründen natürlich. Ich arbeite wieder hier im Rahmen der Euronesca im Mediateam und werde als Reporter, als Redakteur und ja, Problemlöser so ein bisschen agieren und auch als Co-Kommentator im englischen Livestream. Die Rennen gibt es übrigens kostenfrei auf YouTube zu sehen, auch in der Motorvision App und auch auf Deutsch eine Woche später dann bei Motorvision im Highlight-Format. Also da werde ich dann auch nochmal als Kommentator auf Deutsch bei der Euronesca aktiv sein, das Ganze dann bei Motorvision. Und ich glaube, damit habe ich euch die wichtigsten Informationen gegeben für dieses Rennwochenende. Schaut also auf Vittorio Girelli in der Startnummer 24, Gianmarco Ercoli in der 54, dann haben wir noch Paul Giuffroux in der Startnummer 3 und der letzte, Liam Hesemanns, in der Startnummer 50 in der Euronesca Pro. In der Euronesca 2 sind es die 7, Martin Dubeck, die Startnummer 3, Patrick Schober. Dann haben wir noch die Startnummer 50, Jill Inster, und die Startnummer 46, Thomas Krasonis. Das sind so unsere großen Titelkandidaten. Eigentlich könnten wir jetzt noch ganz, ganz kurz auf die Spezialwertungen eingehen, auf die Sonderwertungen. In der Euronesca Pro haben wir die Challenger Trophy für Elite-Amateure. Da haben wir Thomas Toffel vorne und der kämpft gegen Max Lanzer und Dario Casso. Dann haben wir noch die Junior Trophy, darüber habe ich schon gesprochen, mit Paul Giuffroux und Liam Hesemanns. Und vielleicht könnte es da noch einen interessanten Kampf um Platz 3 geben zwischen Thomas Krasonis und Ryan Vargas, den wir aus der NASCAR Xfinity Series und aus der NASCAR Truck Series kennen. Ja, und dann haben wir noch die Trophies in der Euronesca 2, die Rookie Trophy. Da geht's heiß her mit Florian Richard, Viktor Neumann von Marco Stipp Motorsport, Mario Ercoli, Dominik Schark und Julien Rehberg. Dann haben wir die Legend Trophy, die wird definitiv ausgemacht unter den beiden, ja, Gentleman-Fahrern Melvin De Groot und Claudio Remigio Capelli. Und die Lady Trophy, die wird definitiv an Arianna Casoli gehen. Das liegt einfach nur daran, dass Lully Del Castello, die zuletzt die Trophy immer wieder gewonnen hat, nicht alle Rennen bestritten hat. Ja, und Arianna Casoli, die startet jetzt in ihr 101. Euronesca-Rennen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Italienerin, eine sehr, sehr treue Seele und eigentlich aus dem Paddock hier gar nicht mehr wegzudenken. Ja, und auch da geht es natürlich nochmal um die ganz großen Pötte. Ja, und
Ich bin bereit. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock auf das Euronascar-Finale 2024.